Das ist jetzt mal Demonstration, wie ich zwei Flächen tangential verbinde mit der NURBS Workbench. Ich habe also hier zwei Flächen, die haben gewisse Eigenschaften, da gehe ich dann später nochmal drauf ein. Ich möchte hier eine Verbindung herstellen. Die eine Fläche ist hier waagerecht ausgerichtet. Sieht man ungefähr hier, also das ist hier eine Gerade und die andere, die ist hier so gewellt. Die beiden Profile sind leicht modifiziert, damit man hier einen Unterschied sieht. Und wie bekomme ich das jetzt alles zusammen? Das wäre jetzt so, ich wähle die beiden Objekte aus und Sort, Bezier, Assembly, Connect Faces. Und da passiert jetzt erstmal was und jetzt muss ich dieses Objekt, was da entstanden ist, einstellen. Und das erste, was ich jetzt mache, ist, ich stelle bei Mode, der steht auf Connect, da gehe ich jetzt auf Seam. Ich möchte den Streifen zwischen diesen beiden Objekten haben. Und jetzt sehe ich, dass die beiden hier die beiden falschen Seiten miteinander verbinden. Und dazu muss ich jetzt hier unten Swap A umsetzen und Swap B umsetzen. Wenn ich das gemacht habe, dann habe ich hier die richtige Verbindung bis zwischen beiden und das ist schon in Ordnung. Was hätte noch passieren können? Das hätte irgendwie sein können, dass hier irgendwie die Anordnung verkehrt rum ist. Das heißt, dass von hinten wäre, wenn ich also sowas habe, wo das so umschlägt, dann muss ich das Reverse auf True setzen. Und was auch passieren kann, ist, dass ein Daten Bereich geflippt ist, da entsteht so ein X. Also wenn sowas entsteht, dann muss ich eine von den beiden Seiten umflippen. Aber hier in dem Beispiel ist alles erstmal ganz okay. Und das, was rauskommt, nehmen wir uns das jetzt mal an, schauen wir uns die Struktur mal an. Das sieht also jetzt so aus, dass wir die beiden Objekte, grün und rot, haben und dass hier jetzt tangential blau dieser Verlauf rausgeht. Das heißt, auf der einen Seite wird dieser waagerechte Verlauf genommen, auf der anderen Seite geht es gleich nach oben und dann habe ich diese Kurven dazu. Was jetzt wichtig ist, ist, dass beide Bereiche, grün und rot, die gleiche Struktur haben. Das heißt, ich habe in beiden Bereichen fünf Segmente. Wenn das nicht stimmt, kann mein Verfahren momentan noch nichts machen. Da muss ich erst beide Bereiche aufdröseln. Wenn man aber auf beiden Seiten die gleiche Anzahl dieser Segmente hat, dann sollte das gehen. Und die Flächen, die ich jetzt benutzt habe, die habe ich selbst erstellt und die sehen so aus, dass ich sage, so eine Produktfläche ist definiert durch zwei Kurven, zwei Bézier-Kurven und diese beiden Bézier-Kurven, die wir hier sehen, die beiden gelben, die sind wiederum definiert durch Sketche. Und ich kann jetzt so einen Sketch, den kann ich editieren. Und wenn ich den editiere, hier habe ich quasi immer diese Punkte, wo die Segmente aufhören. Das sind immer so Parallelbeschränkungen. Wenn ich da also jetzt was ändere, dann sieht man, dann geht der Rest mit. Auch dieser Seam, der da entstellt worden ist, geht mit. Okay. Und das Gleiche kann ich machen für den anderen Sketch, also den hier, der jetzt die Tangente definiert. Wenn ich den verändere, ich nehme jetzt mal hier dieses waagerecht raus, dann merkt man, wie das nach oben geht oder eben nach unten. So, und auf die Weise kann ich also die beiden Profile hier ändern. Und dann ändern sich die Flächen und der Rest geht mit. Wenn man jetzt eine praktische Anwendung hat, dann hat man natürlich diese beiden Produktfaces, die ich jetzt hier habe. Also haben wir dieses Produktface und dieses Produktface nicht in dieser schönen Form. Das heißt, da besteht jetzt die Hauptaufgabe darin, diese Fläche
oder diese Flächen in ein entsprechendes Format zu überführen. Wie das geht, da bin ich jetzt momentan auch am Überlegen. Einfachsten Fall, dass ich also eine Kurve habe oder eine Gerade und dass ich planar weitergehe, dann ist es ganz einfach. Bei manchen Kurven, bei Step-Dateien, habe ich das Problem, dass diese Kurven dann irgendwie vom Grad 11 sind oder sowas, also richtig komplizierte Gebilde, und da bin ich momentan noch nicht ganz klar, wie ich die sauber hin approximiert bekomme.